Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir einen weiteren Schrein gespielt, und zwar diesen hier, den Maakaya-Schrein. Aber viel, viel wichtiger, wir sind auch nach Jodverde gekommen, zu dieser Insel hier, und hier wurde uns unsere gesamte Ausrüstung weggenommen. Wir können sehen, dass wir hier bei den Waffen und bei den Bögen quasi nichts mehr haben, nur das, was wir jetzt hier haben, haben wir im letzten Part schon gefunden. Nur hier die wichtigen Items, die haben wir noch alle behalten dürfen, immerhin. Aber trotzdem, wir mussten hier quasi wieder komplett von vorne anfangen, wir müssen jetzt hier uns irgendwie durchschlagen, wieder mal in der harten Wildnis, und hier dann diese Kugeln hier zu den Platten bringen. Und ich wollte jetzt eigentlich das schon hier gleich mal machen, weil ich mach's, glaube ich, doch nicht, weil ich nochmal mehr erkunden will und erstmal gucken will, wo ich noch die anderen Platten dann gleich finden kann, weil es ist doch so, es wurde doch gesagt bei der Prüfung, dass es hier auch drei solche Platten halt gibt oder drei solche Altäre, wo man dann eben, hier ist ein Maxidorian, sehr gut, wo man dann eben diese Kugeln hinbringen soll. Und es wäre vielleicht klüger, erstmal zu gucken, wo die Kugeln und auch wo die Platten sind, dass ich weiß, welche Kugel ich zu welcher Platte ich eher bringen sollte, weil die am Anfang ist wirklich weit weg. Und vielleicht ist ja hier in der Nähe irgendwo dann eine, wo ich die eher hinbringen sollte. Ja, da nach hinten zu gehen, das mache ich dann, glaube ich, erst später. Am besten klettere ich erstmal hier nach oben und dann von dort oben aus werde ich dann am besten noch zu dieser etwas kleineren Insel, also zu der dann eben rüberfliegen, vom Kokolith-Plateau aus am besten. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir da machen können. So, ich könnte hier wieder die Tageszeit ändern und ich könnte natürlich auch ein paar meiner Nahrungsmittel rösten, um sie dann besser zu machen, aber ich lasse erstmal. Wenn ich mal aber irgendwie hier irgendwo dann nochmal einen Kochtopf finden würde, wäre das echt ziemlich, ziemlich dufte. Oh, what? Hier ist ein Hinox auch. Ach du Scheiße. Okay. Ja, ich würde natürlich von dem ziemlich coole Waffen bekommen. Aber das ist jetzt natürlich dann gar nicht mehr so einfach. Was hat denn der alles für Waffen? Lass mal kurz gucken. Kann ich mir schon angucken? Ja, ich sehe es nicht so wirklich. Ach, der hat eine Kugel. Ich muss den sogar besiegen. Oh, das ist ja fies. Okay. Aber ich habe einen Zweihänder schon. Und der ist ja sogar da ganz in Ordnung. Ich nehme erstmal den Zweihänder und dann gleich werde ich aber auch noch wechseln auf meine anderen Waffen. Wie viele Pfeile habe ich? 10. Na, das wird jetzt sehr schwierig werden, der Kampf. Aber ich versuch's mal. Das wird auf jeden Fall ein interessanter Kampf werden, das ist klar. Ja, wir machen einfach mal. Und wirbeln dann gleich mal hier durch die Gegend. Würde ich noch irgendwas anderes machen? Ich meine, ich werde vielleicht auch dann gleich Obosas Zorn benutzen gegen den. Weil Obosas Zorn wirkt ja auch gegen alle möglichen Zwischenbosse und so. Deswegen dürfte er auch funktionieren. Aber erstmal wirbeln wir jetzt. So, dass wir gleich mal hier ein bisschen Schaden draufdrücken können. Es wird nicht so viel Schaden sein, da wir halt nur sehr wenig Schaden mit dem Ding überhaupt machen. Ich will mal kurz noch am besten seinen Beinschutz kaputt machen. Das kann ich doch, oder? Der geht doch irgendwann kaputt. Oh Gott, das war ja gar kein Schaden. Okay, mit ein bisschen mehr habe ich doch gerechnet. Ehrlich gesagt. Also ja, das wird noch deutlich schwierig werden. Was macht eine Bombe eigentlich so? Ja, auch nicht wirklich viel. Kann ich mit der Bombe den Beinschutz von dem wenigstens kaputt machen? Ja, auch nicht wirklich. Das ist ärgerlich. Okay. Ja, shit. Ja, ich muss jetzt aber auch schon noch treffen, ne? Also ich sollte am besten Zeitlupe-Modus aktivieren, um zu treffen, weil Pfeile zu verschwenden, das ist jetzt gar nicht gut. So, und zack. Okay. Dann wechseln wir am besten kurz zum Soldatenschwert und werden dann gleich ihm mehr Schaden reindrücken. Ich kann sogar schon die Waffen hier so ein bisschen nehmen. Den Knochenborgstock zum Beispiel, sehr gut. Okay. Was hat der nochmal für eine Stärke? 24, das ist ja viel. Das werde ich auch gegen den Hinox hier jetzt dann gleich benutzen, weil er ist bestimmt der stärkste Gegner hier auf dieser ganzen Insel, würde ich mal schätzen. Deswegen, ich sollte auch, shit, ich sollte auch dann gegen ihn meine ganzen starken Waffen auch wirklich verwenden. So, bam. Gleich wieder hinrennen und dann schön viel Schaden wieder machen. Okay, ja, das macht schon ordentlich Schaden. Okay, aber es ist echt ganz cool, dass wir jetzt hier nochmal versuchen müssen, gegen einen Hinox zu kämpfen und das auch gar nicht mal einfach ist, weil ansonsten waren die ganzen Hinox-Kämpfe immer ziemlich easy in letzter Zeit. Oder allgemein eigentlich alle Kämpfe waren nicht so schwierig. What? Was? Warum hat der mich jetzt umwerfen können? Was war das jetzt für ein Scheiß? Warum ist das passiert? Oh Mann, ey, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich auch einen Pfeil voll verschwendet und ich habe voll viel Schaden genommen. Na super. Das war jetzt gar nicht toll. So ein Schwachsinn. Okay, so nochmal. Ich weiß nicht, warum das jetzt auch gerade passiert ist überhaupt. Keine Ahnung. Ja, ich muss mich dem ja nähern. Ich muss ja irgendwie Schaden machen. Aber während er da umfällt, kann er mir offenbar dann auch Schaden machen. Das ist echt total doof. So, ich muss mal kurz weggehen. Hilfe. Aber keine Sorge, wir haben ja Mifas Gebet. Wir haben keine Feen mehr, aber wir haben noch Mifas Gebet, was mich dann gleich retten wird. Deswegen, das passt dann schon. So, okay. Vielleicht kann man sogar jetzt schon töten, wenn ich schnell bin. Aber ja, ich glaube, nee, wir schaffen es nicht mehr. Nee. Ja, das zerbricht auch eh gleich. Noch ein weiteres Mal, dann wird er aber abkratzen. Der Hinox. Okay. Mit seinem Kopf steckt er gerade durch den. hat er gerade durch den Baum hindurchgesteckt. So. Okay, dann mal kurz jetzt schnell das Soldatenschwert nehmen und schlüpfe, bitte. Okay. Huiuiuiuiui. Einer der schwierigsten Hinox-Kämpfe im Spiel, würde ich sagen. Echt cool. Okay. So, auch ein bisschen mehr Nahrung dürfen wir auch mitnehmen. So, und natürlich vor allem dann auch die Kugel hier. Und schon wieder hat es ein Gewitter. Na toll.
Ich will, glaube ich, dann sogar gleich wieder die Tageszeit einfach ändern. Obwohl ich aber echt aufpassen will, dass ich hier nicht außersehen den Blue Bond aktiviere. Das wäre jetzt sehr, sehr ärgerlich. Deswegen, ich werde mal nur bis morgens warten. Aber ich will jetzt nicht hier bei einem Gewitter hier durch die Gegend laufen. Ich warte mal bis morgens, ja. Aber es sollte kein Blue Bond kommen, da wir ja erst einen hatten. Das dürfte schon passen. Ach genau, was ich euch noch zeigen wollte. Ich wollte eigentlich wieder mal vor dem Part dann speichern, wie ich es vor jedem Part tue. Aber das ist auch wieder mal so ein freundlicher Ort, wo ich nicht speichern darf. Ja, auch wieder ziemlich arschig, ehrlich gesagt, aber na gut. Ich lasse mal die beiden Kugeln hier liegen, dass ich weiß, dass die noch da sind, weil ich eben erstmal noch, wie gesagt, gucken will, ob ich hier noch weitere Platten finden kann. Vielleicht muss ich auch doch alle drei Kugeln zu diesem einen Altar finden, aber es war von mehreren Altären die Rede. Ich wusste auch gar nicht übrigens, dass der Plural von Altar Altäre ist. Aber es macht schon am meisten Sinn, weil Altare hört sich auch komisch an. Oder Altars, das ist auch seltsam. Und ich möchte eben wissen, wo noch die anderen Altäre dann zu finden sind, da es anscheinend mehrere von denen gibt. Und ich halt in jeden von denen dann eine Kugel jeweils reinballern muss. Finde ich vielleicht hier noch einen, aber ich meine, hier kriege ich die Kugel gar nicht wirklich hoch, deswegen, das kann eigentlich gar nicht sein. Hier sind Felsen. Oh Gott. Ja, ich wünschte, ich hätte irgendeine Feuerwaffe. Ich kann auch mit Bomben die explodieren lassen, oder? Ich glaube schon. Ja, und bam. Okay. Ja, leider waren die jetzt noch ein bisschen weit weg, die Explosionsfässer. Deswegen haben sie den roten auch gar nicht getroffen. Aber ich kann auch das Elektro ausnutzen. Genau, die Elektroschleimis. Und mit denen da noch mehr Schaden machen. Aber die dürfen auf jeden Fall mich nicht erwischen. Das ist klar. Okay. Aber den sollten wir jetzt dann schaffen, den Kollegen. So. Jetzt muss ich auch wieder dann ein bisschen mehr auf die Bewegungsmuster der Gegner achten. Das musste ich nie mehr machen. Ich habe einfach immer blind draufgehauen auf Bob Blins mit meinen ganzen mega starken Waffen. Und ich habe ja auch noch eben Darok Schirm und alles Mögliche und hatte immer nie Probleme. Aber jetzt muss man sich dann wirklich hier ein bisschen mehr Gedanken machen, um dann eben gegen die Gegner vorzugehen. Und wir können kochen, das ist wunderbar. Und hier ist eine weitere Platte, genau. Also doch, ich muss hier tatsächlich hier oben eine Kugel hinbringen. Okay. Aber jetzt erstmal kurz was kochen. Und zwar erstmal einen coolen Angsttrank. Den hätte ich auch gegen den Hinox gerade eben gebrauchen können. Auf jeden Fall. So, Level 3, sehr schön. Und einen Verteidigungstrank vielleicht noch. Hier mit diesen beiden Rüstungskammen hier. Ansonsten habe ich nichts Verteidigungsmäßiges mehr, glaube ich. Nee, der Rest ist auch alles nur angriffmäßig. Ich mach mal so und das reicht erstmal, würde ich sagen. Ja, nee. Ich wollte schon eigentlich den Kochtopf treffen, mein lieber Link. So. Okay. Dürfte, glaube ich, immerhin Level 2 geben, oder? Nee, immer noch Level 1 leider. Okay, hätte ich dann 3 wahrscheinlich gebraucht. Naja, aber trotzdem, Level 1 ist besser als nichts. Wow, da kommt nochmal ein Schleim hier raus. Das war jetzt fies. Ich werde das fast einfach so reingelatscht. Die Frage ist, wie kriege ich denn überhaupt jetzt so eine Kugel hier nach oben? Weil ich muss ja hier klettern, um nach oben zu kommen, oder nicht? Wie kann ich denn das überhaupt schaffen? Warum sind hier noch Felsen? Hätte ich die gegen den Hinox verwenden können, sollen, müssen? Oder so? Oder sind die für den Croc vielleicht da? Ich weiß halt nicht, ob ich hier Crocs finden kann. Eigentlich glaube ich weniger, dass wir hier auf dieser Insel Crocs finden können, ehrlich gesagt, weil das ja ein Prüfungsort ist. Und bei den anderen Prüfungsorten, also bei den Labyrinthen zum Beispiel, da haben wir auch niemals Crocs finden können. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es das hier der Fall ist. Da hinten sind die Kugeln. Dann, ich will jetzt mal kurz gucken. Oder wo bin ich jetzt eigentlich nochmal genau? Da hinten dann, ne? Waren sie? Ich glaube schon. Ich will jetzt mal kurz gucken, wie ich jetzt überhaupt eine von diesen Kugeln da überhaupt nach oben bringen kann, weil ich das noch gar nicht weiß, weil die sind ja auch nicht magnetisch. Genau. Deswegen, ich muss da irgendwie eine andere Möglichkeit finden, die nach oben zu bringen. Aber ohne, dass ich klettern muss. Also ich muss hier irgendwie einen Weg hier nach oben finden, wo es relativ flach ist. Ja, okay, ich werde hier rechts rum, außen rum gehen. Und dort habe ich dann eine relativ flache Stelle, wo ich nach oben gehen kann anscheinend, wenn wir da die Karte herbeiziehen, wie gerade eben, weil das habe ich da ganz gut sehen können, dass wir dort eben nach oben laufen können müssten, ohne dass wir klettern müssen oder so. Deswegen, das sollte eigentlich machbar sein, dann dort nach oben zu kommen. Und die dritte Kugel und auch das dritte oder den dritten Altar, den werden wir dann wahrscheinlich noch auf dem Kokolith-Plateau da oben irgendwo finden. Aber das sehen wir dann schon noch. Erstmal euch will ich wieder allen bitte ausweichen. Und ja, hier führt ein wunderschöner Weg nach oben, wo wir hier ganz einfach nach oben kommen, ohne dass wir klettern müssen. Und dann haben wir schon ein Drittel hier abgeschlossen. Und übrigens das Fleisch will ich auch noch mitnehmen, das habe ich ganz vergessen. Das will ich noch unbedingt mitnehmen, auf jeden Fall dann gleich. Aber erstmal hauen wir dich kurz rein. So, und zack. Yay! So, ein Drittel erledigt. Sehr gut. Und das hier mitnehmen auf jeden Fall. Grillwild. Okay. Ist eigentlich bei dem Baum noch irgendwas? Hier so? Ja, noch Maxidorians will ich auch kurz. Ah, stimmt, genau. Stimmt, ich sollte unbedingt mehr kochen. Und zwar unbedingt auch Maxidorians. Aber einzelne. Weil eine einzelne Maxidorian reicht ja schon, um mir etwas zu essen zu kochen, wo ich dann mich komplett heilen kann und mir sogar gelbe Herzen geben kann. Und damit dürfen wir dann erstmal nicht so schnell abkratzen. Warum? Ich stand doch direkt davor. Damit dürfen wir dann erstmal nicht so schnell abkratzen.
Achso, ja, stimmt, das war mein Fehler. Moment. Moment, Moment, Moment. So. Und wieder ein Feuer machen. Zack. Okay, jetzt aber. So, nochmal. Moment. Und jetzt. Okay. Können wir überspringen. Und kriegen was mit 4 gelben Herzen. Sehr cool. Und dann gleich nochmal, würde ich sagen. So. Und dann noch ein weiteres Mal, dass wir auch wirklich ganz, ganz auf der sicheren Seite sind und uns hier nichts mehr passieren kann. Ich werde aber trotzdem mich erstmal nicht heilen, erstmal ein Bifrost-Gebiet sich aktivieren lassen. Und dann, wenn ich aber dann nochmal kurz vorm Sterben sein sollte, werde ich mich dann auf jeden Fall wieder immer damit heilen. Ich muss auf jeden Fall auch, sobald ich ein bisschen Schaden nehme, mich eigentlich schon heilen. Denn wir haben ja sehen können, dass der Hinox uns sehr viel Schaden machen konnte gerade eben. Und ich habe halt eben auch keine Feen mehr. Das heißt, sobald Bifrost-Gebiet aktiviert wurde, dann leben wir ziemlich gefährlich. Deswegen fällt mir gerade auf, doch klüger wäre, jetzt sofort den Trank zu, oder nicht den Trank, aber halt etwas zu essen. Das wäre doch klüger, das jetzt zu machen. Weil, wenn ich jetzt Mifas Gebet hergebe, dann lebe ich an sich riskant. Weil ich mir vorstellen kann, dass vielleicht ein weiterer Gegner mich nahezu instant killen kann, oder sogar wirklich instant killen kann. Und auf dem Game Over hätte ich ja keinen Bock. Deswegen wäre es dann doch klüger, mich sofort zu heilen, weil ich dann eben noch Mifas Gebet eben nochmal als Sicherheit habe. Ja, das wäre klüger. Ja, machen wir. Essen. Okay. Jetzt haben wir sogar dann 28 Herzen. Das war ziemlich cool. Und damit sollten wir jetzt ganz gute Chancen haben gegen alle weiteren Gegner, die uns hier über den Weg laufen. Wow. Ich würde auch ganz gerne übrigens mal Kleidung finden, weil hier immer so nackig rumzulaufen mit null Verteidigung ist schon ein bisschen doof irgendwie. Und ich würde da gerne ein bisschen mehr finden, aber haben bisher noch kein Glück gehabt. Moblins sind sogar auch hier. Ach du Scheiße. Okay, wir killen erstmal den Kollegen. Ja, aber mir gehen die Pfeile aus. Aber ich will mal trotzdem den jetzt schnell killen. Da dürfte ein Schuss eigentlich ausreichen. Ich habe einen Soldatenbogen, der hat ja 14. Und die haben doch 13 KP oder sowas, deswegen das reicht doch. Egal, wo ich treffe. Genau. So, es gibt hier wieder ein paar explosive Fässer, die ich dann eventuell benutzen kann. Ich muss mal ganz leise sein, dass die mich nicht hören. Kann ich eigentlich? Warte mal. Wow, das geht sogar. Wind Waker-Style. Das ist ja cool. Okay, und da ist dann die letzte Platte. Das habe ich jetzt gar nicht mal erwartet, dass es gehen würde, weil das habe ich davor noch nie gesehen, die Mechanik hier in dem Spiel, oder? Ich glaube nicht. Aber es geht. Genau. Wow. Nein, hier ist nichts. Ich bin nur ein Fass. Das ich bewegen kann. Hier ist nichts. Okay, sie haben mich bemerkt. Schade. Na gut. Wieder abstellen. Na gut, ich hätte es auch werfen können. Egal. Jetzt kommen die natürlich alle her, aber wir haben ja Obosas Zorn, das werde ich dann gleich benutzen gegen die. Nimm mal kurz wieder das Soldatenschwert. So, am besten, dass ich dann gleich alle. Nein, aber nicht in der Sackgasse laufen, Hilfe. Dass ich dann am besten gleich alle, vor allem auch den Moblin treffen kann. Das wäre jetzt wunderbar, wenn mir das gelingen würde. Ja, das ist super. Toll gemacht. Ich brauche auch ein bisschen Zeit zum Aufladen. Okay, jetzt. Und nimm das. Okay, sehr gut. Also sogar alle gleich tot. Wunderbar. Okay, ja, vielen Dank, Obosas Zorn. War hier auf jeden Fall eine große Hilfe und gleich alles mitnehmen. Auch die Waffen. Und auch die Schilde und auch die Bögen und alles Mögliche. So, okay. Jetzt sieht es schon wieder ganz gut aus, denke ich. Alles klar. So, die Platte kann ich natürlich wieder mit Stasis weghauen. Habe ich denn den Octorok-Ballon? Ah, ich habe Octorok-Ballons. Wunderbar. Dann machen wir das dann lieber so. Aber dann gleich erst. Erst nachdem ich dann hier eine Kugel hingehauen habe, aber hier ist sie auch schon. Okay. Also das ist dann relativ machbar. So, ich will natürlich auch noch gleich dann ganz nach oben da klettern, weil dort oben vielleicht noch mehr ist. So. Dann machen wir es am besten gleich schnell. So, dann bitte weg mit dir. Einer reicht wieder aus. Genau, perfekt. Und dann gleich hier dich einsetzen. So, zwei Drittel haben wir schon geschafft. Und das letzte Drittel würde auch einfach werden, da wir ja schon die Kugel gefunden haben und auch wissen, wo die Platte ist, nämlich halt am Anfang der Insel. Müssen wir noch ein bisschen entlanglaufen, hier ist noch eine Truhe. Ein bisschen entlanglaufen, aber ansonsten war es auch schon. Ah, genau, das hat sich auch Link übrigens, haben wir auch sehen können, hat sich Link auch hier jetzt den Zeh gestoßen oder den Fuß halt angehauen, weil er halt die Truhe auch mit seinem Fuß geöffnet hat, aber er hatte nichts an. Deswegen hat es ein bisschen wehgetan. Aber na gut. Jetzt haben wir sogar ein Ritterschwert auch, also schon eine ziemlich starke Waffe eigentlich. So, werde ich mal kurz auch nehmen am besten. So, vor allem, ich meine, ich sollte auch wirklich hier meine aktuell stärksten Waffen nehmen, da ich ja sowieso, nachdem wir die Prüfung abgeschlossen habe, da wir dann wieder unsere alten Waffen auch bekommen werden. Und deswegen werde ich jetzt dann auch wirklich noch meine starken Waffen noch ganz gut benutzen und erstmal hier noch umfliegen. So. Ist hier oben jetzt vielleicht noch ein weiterer Zwischenboss oder sowas? Weil ich meine, wir haben ja schon an sich alles Prüfungsrelevante gefunden. Hier sind noch ein paar Bäume. Ja, okay. Schön. Hier ist ansonsten einfach gar nichts mehr, wie es scheint. Ich kann eben einfach nur zu der Insel noch hinfliegen. Da war ich ja auch noch nicht.
Da will ich auch noch mal kurz hin. Ich meine, da kann auch nichts Wichtiges für die Prüfung mehr sein, da wir eben auch schon die letzte Kugel und auch die letzte Platte schon gefunden haben. Aber irgendwas muss da ja auch noch sein. Vielleicht sind da einfach dann Truhen noch weitere mit coolen, seltenen Waffen, die wir dann hier gegen den Hinox vor allem hätten helfen können oder so. Wir gucken auf jeden Fall mal kurz nach. Ja, da in der Mitte ist doch bestimmt. Genau, das ist eine Truhe, sehe ich schon von hier aus. Und das war wahrscheinlich auch schon die ganze Belohnung und weitere Fische, die man sich holen kann. Und wo man sich dann eben weitere Tränke oder auch halt Heilungsmittel herstellen kann. Genau, okay. Dann holen wir uns mal kurz die Truhe. Die Fische brauche ich jetzt nicht mehr eigentlich, weil wir haben ja schon hier eigentlich, glaube ich, alle Gegner besiegt so ungefähr auf der Insel. So. Und wieder mal angeschossen. Da finden wir 10 weitere Pfeile. Okay, sehr gut. Aber wie gesagt, das ist jetzt eigentlich eh ziemlich egal. Da wir ja. Nehmen wir mal kurz das Eismodul. Da wir jetzt dann gleich sowieso die Prüfung abschließen. Und nachdem wir sie abgeschlossen haben, werden wir ja, das wurde uns zumindest so versprochen, werden wir ja alles wiederbekommen. Das wäre ein bisschen doof, wenn wir jetzt dann unsere Sachen doch nicht wiederbekommen würden und das Spiel so Edge Badge sagen würde. Und dann das Master Schwert auch für immer weg wäre oder so. Das wäre ein bisschen sehr blöd. Und deswegen glaube ich schon, dass wir jetzt dann gleich unser ganzes Zeug auf jeden Fall auch wieder zurückbekommen werden. Und deswegen, wenn ich jetzt noch weitere Sachen dann sammle, ist es eigentlich relativ egal. Weil ich denke eben mal, dass mein aktuelles Inventar halt dann komplett ersetzt wird durch mein altes. Und wenn ich halt jetzt Pfeile sammle, dann werden die jetzt wahrscheinlich nicht zu den Pfeilen von meinem alten Inventar quasi dazukommen. Oder ich glaube, die werden einfach ersetzt. Deswegen alles weitere, was ich jetzt noch sammle, ist eigentlich dann ziemlich irrelevant. Wie viele Rubine haben wir eigentlich? Okay, die Rubine haben wir auch behalten, fällt mir gerade auf. Da haben wir nur noch 2700. Das haben wir auch behalten. Also die Rubine und die wichtigen Items, alles andere haben wir hergeben müssen. Ist ziemlich interessant auf jeden Fall. Gut. Dann müssen wir jetzt eben noch ein bisschen Weg laufen auf jeden Fall, denn wir müssen halt noch von hier aus bis ganz zum Anfang der Insel zurücklatschen. Und einen Spurtrank habe ich leider auch nicht. Ich habe auch, glaube ich, hier nichts Spurtmäßiges hier mitnehmen können, obwohl hier ein paar Spurtechsen, glaube ich, waren. Aber das passt schon. Den restlichen Weg werden wir es dann schon noch hoffentlich da schaffen. Ich meine, wirkliche Gefahren sollten dann nicht mehr auf uns warten. Es wird halt eher nervig werden, weil wir halt auch nicht rennen können mit der Kugel. Und es jetzt noch ein bisschen dauern könnte. Weil die Insel ja schon nicht ganz so klein ist, vor allem bis wir da bis ganz ans Ende gelaufen sind. Soll ich sogar kurz schneiden vielleicht? Ne, ich mach mal keinen Schnitt, weil das würde jetzt nicht so lange dauern. Ich würde den Schnitt bestimmt vergessen. Bin ich mir relativ sicher, deswegen ich mach mal keinen Schnitt, weil wir eh gleich da sind. Und ein bisschen Action gibt's ja halt doch noch wegen den Octoroks hier. Die sehr nervig sind, da Octoroks ja immer eine total gute CISO-Funktion haben und einen immer treffen können, so ungefähr. Aber der gerade eben hat jetzt sogar ziemlich weit daneben geschossen, beide Male. Vielleicht hat er auch eher das Juwel anvisiert und nicht links selbst. Weil der hat nämlich etwas zu hoch geschossen, fand ich eigentlich. Und vielleicht kann er mir sogar das Juwel dann quasi aus der Hand schlagen oder aus der Hand schießen, dass ich dann eben halt nochmal weggehen muss und das nochmal neu einsammeln muss oder so. Das kann auch sein. Keine Ahnung. Aber so oder so, jetzt haben wir es dann gleich geschafft. Obwohl ich aber dich noch irgendwie dahin bringen muss. Ja, so ganz fertig sind wir noch nicht, weil ich muss dich noch irgendwie dahin bringen, wie gesagt. Oder kann ich hier stehen, überall? Nee, kann ich eben nicht. Ja, weil dich auf so ein Eismodul raufzuwerfen ist nämlich schwierig, glaube ich. Was ist denn, wenn du eigentlich ins Wasser fallen sollst und ich dich nicht mehr kriege? Das wäre auch irgendwie doof. Wie hoch kann ich nicht werfen? Ja, nicht hoch genug, das dachte ich mir schon. Puh. Wie bringe ich denn jetzt dich darüber? Das ist eine gute Frage. Alter, von wo werde ich beschossen? Wer will auf die Mütze? Wer war das? Was zum... Von da? Okay, der da. Hat sich gut getarnt. Moment. Na komm. Hallo. Dann halt so. Dann bist du ein Idiot, hey. Und stirb. Ja, ich habe eine Idee. Was wäre denn, wenn wir sowas machen? Moment. Wieder mal. Diese coole Spielmechanik hier, die wir erstmal... shit. Nein! Nein, mein Eisbock war am Weg. Nein! Diese coole Spielmechanik, die wir schon mal benutzen mussten vor einiger Zeit, wo ich eigentlich dachte, dass wir die nie mehr bräuchten. Aber doch, jetzt machen wir sie sogar schon noch zweimal. Also hier und beim letzten Mal eben auch. Kann ich die nicht auch verschieben oder so? Oh Mann, ey. Warum muss da jetzt der Eisblock im Weg gewesen sein? Gibt's noch nicht. Mit dem hier? Aber der ist ziemlich schief. Ich glaube, es wird nicht funktionieren. Ich teste mal trotzdem kurz. Nee, der ist zu schief. Das ist jetzt irgendwie doof. Hey, wie kann ich das jetzt noch eigentlich gut schaffen? Weil ich will nicht, dass der ins Wasser... Ja, toll. Gewitter auch noch. Ich will nicht, dass der ins Wasser fällt. Oder halt das Juwel, das nicht ins Wasser fällt, weil das ansonsten weg wäre und das dann respawnen würde oder so und dann wäre ich ja wieder am Anfang. Das wird mir also auch nicht viel bringen. Komme ich von hier aus auf den Baumstumpf, komme ich auch nicht näher. Was habe ich denn da jetzt noch für Möglichkeiten überhaupt?
Ich könnte es mit Stasis auch rüberballern, das ist mir schon auch klar, aber das würde ich auf gar keinen Fall schaffen, weil das Ding definitiv wieder dann runterrutschen würde auf der anderen Seite oder ich es gar nicht erst rüberbringe. Deswegen, das kann ich auch vergessen. Aber man kann es denn eigentlich auf dem Wasser schwimmen, das wäre natürlich nützlich. Warte mal. Ach, du kannst schwimmen. Ah, okay, das ist gut. Okay, dann habe ich es gelöst. Dann will ich mal dich ein bisschen. Oder du kannst schwimmen, ne? Genau, okay. Das ist perfekt. Dann werfen dich, will ich mal einfach kurz hier so rein. Zack. Okay, perfekt. Und erschaffen dann hier unter dir ein Eismodul. Ja, ich muss nur etwas genauer zielen. Und dann gleich sind wir auch schon da. Okay. So. Habe ich jetzt zu kompliziert gedacht, weil es nämlich viel einfacher, als ich eigentlich. Na shit. Als ich dachte. So, geh weg. Jetzt bitte mal kurz genau unter dir eins erschaffen, nämlich. So. Ja, komm her. Ja, nee, es bleibt da liegen. Aber ich kann nicht nehmen. Nein, ich wollte. Es stand doch gerade noch nehmen da. Revalis Sturm ist bereit. Es stand gerade nehmen. Nehmen. Gut. Und ablegen. Puh. Das war echt eine richtig, richtig coole Prüfung. Okay, und hier ganz oben auf dem Plateau oder auf dem Kokolin-Plateau oder wie das hieß, ist dann der Schrein. Der wird ja erscheinen. Okay. Richtig, richtig cool. Eine echt tolle Idee. Der Sieg ist dir hold mit allem Glück. Du erhältst dein Werkzeug nun zurück. Oh, vielen Dank. So, dann geht gleich wieder her. Yay! Wohl Anreisender, so soll es sein. Komm näher und betritt den Schrein. Und da sind sie wieder, alle unsere schönen Waffen. Und unsere ganze Ausrüstung. Okay. Ich muss aber kurz wechseln wegen dem Gewitter. Ich weiß jetzt übrigens, habe ich irgendein Holzschild eigentlich? Ja, die Antiken halt, genau. Und hier machen wir dann kurz den hier. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob ich jetzt diese Prüfung sogar noch besser fand als meine andere bisherige Lieblingsprüfung für einen Schrein oder Nebenquest für einen Schrein. Nämlich halt das mit den Orni-Kindern. Weil das war auch halt echt mega cool. Aber das hier war auch so eine tolle Idee. Und vor allem, es war auch echt ziemlich schwierig. Im Vergleich zu dem Rest vom Spiel, nachdem man halt schon mindestens zwei Titanen hatte, da war halt alles dann ziemlich leicht, finde ich. Und das fand ich echt cool. Ich weiß jetzt echt gar nicht, was ich da besser finden soll. Und gerade deswegen freue ich mich übrigens auch schon so sehr auf den ersten DLC, der mittlerweile schon längst draußen sein dürfte, weil ich weiß nicht genau, wann dieser Part kommt, aber auf jeden Fall nach dem 30. Juni. Aber für mich ist es heute, was ist heute für ein Datum? Der 28. Juni. Also für mich kommt der DLC erst in 2 Tagen raus. Denn wie gesagt, ich muss ja immer noch halt einige Parts im Voraus aufnehmen, wisst ihr ja. Und für mich kommt er eben dann erst in 2 Tagen raus, der DLC. Für euch ist er schon längst rausgekommen. Und deswegen freue ich mich auch schon so sehr auf diesen DLC, auf den ersten, weil dort gibt es ja dann auch diese eine Prüfung, die man da noch machen kann, oder Herausforderung, wie auch immer, wo man dann eben aus sich von Raum zu Raum kämpfen muss, ähnlich wie jetzt zum Beispiel die Drillhöhle in Twilight Princess oder auch halt der Ort in Wind Waker, wo ich den Namen vergessen habe, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, wo man halt dann auch da so 50 Räume oder sowas durchmachen musste. Und sowas wird dann eben hier beim ersten DLC auch wieder hinzukommen zu diesem Spiel. Und da ist es auch ganz genauso, dass man auch von Anfang an mit nichts, aber auch gar nichts startet, außer den Fähigkeiten, glaube ich. Oder hat man die überhaupt? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall seine ganzen Sachen hier, die Module davon behalten, die Bomben zum Beispiel auch, die wieder dann am Anfang sehr wertvoll werden. Hier ist auf jeden Fall übrigens der Kuku-Chide-Schrein, okay. Und da muss man dann eben auch wieder von vorne anfangen, quasi sie wieder dann neue Waffen und neue Nahrungsmittel und sowas holen und dann damit eben immer weiter durch die Räume hindurchkämpfen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch richtig cool, weil das ist halt dann quasi nochmal eine Erweiterung zu dieser Insel hier, weil die Insel ist da quasi so ein kleiner Vorgeschmack, wenn man so will, dass einem alles weggenommen wird und man dann halt sich da irgendwie durchkämpfen muss. Und beim ersten DLC, bei dieser Prüfung, da wird es dann nochmal so richtig dann auch der Fall sein, mit auch viel, viel mehr Räumen noch und viel, 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 viel mehr Gegnern und das wird auch viel länger dauern. Deswegen wird es, glaube ich, echt cool werden, da freue ich mich auch schon echt total drauf. So. Hier auf jeden Fall finden wir 300 Rubine. Okay, nicht schlecht. Und das war schon dermaßen zu erwarten, dass es ein geschenkter Schrein sein würde, weil es ja auch eine richtige Prüfung war. Und die ganzen richtigen Prüfungen, das waren, glaube ich, immer geschenkte Schreine. Aber das macht gar nichts, finde ich, da halt die Prüfung selbst schon so cool war, dass ich da nichts dagegen habe, dass wir jetzt hier einen geschenkten Schrein hatten. Dim-dim-dim-dim. Okay. Werde ich jetzt eigentlich wieder dann automatisch zurückgewarbt vielleicht, oder muss ich mich selber zurückwarten? Weil ich kann mir sogar vorstellen, dass wir hier dann wirklich sogar zurückgewarpt werden, automatisch oder so. Aber selbst wenn nicht, wäre es auch nicht schlimm, weil ich werde mich dann auf jeden Fall zurückwarpen. Ich meine, wir könnten auch durch das Meer wieder durchschwimmen, um dann wieder an Land zu kommen, aber das ist dann schon klüger, würde ich mal sagen, wenn wir uns dann wieder zurückwarpen und dann so eben wieder zurückkommen. Das ist dann, glaube ich, schon die intelligentere Spielweise. So. Und
Ja, werden wir nicht zurückgewarft. Genau, ist jetzt hier irgendwas Neues eigentlich aufgetaucht? Aha. Hallo? Sag mir, was wird dich hierher? Bin nur geklettert. Warst du gerade eben auch schon da? Oder jetzt erst nach dem Schrein? Keine Ahnung. Das war sicher nicht einfach. Du scheinst hochgelegene Orte zu mögen, wie ich. Man kann den Wind so schön hören. Ich will frei sein, ohne Einschränkungen. Frei und sorglos wie der Wind. Deswegen lausche ich hier der Stimme des Windes. Das gibt mir ein bisschen das Gefühl der Freiheit. Wärst du nicht auch gern wie der Wind? Wind sein wäre toll. Ich habe das Gefühl, wir könnten gute Freunde werden. Unter meinen Freunden wärst du der erste Hylianer. Dein Flügel sieht ganz anders aus als unsere. Wie interessant. Was sagst du? Möchtest du von mir lernen, wie man eins mit dem Wind wird? What? Ich glaube jetzt, dass du jetzt die Warp-Möglichkeit bist, oder? Ich glaube, du kannst mich jetzt hier zurückbringen, dann. Wahrscheinlich, oder? Der Wind weht mal schnell und mal langsam, aber er bewegt sich immer frei. Und ich denke, der beste Weg, eins mit ihm zu werden, ist, seine Bewegungen nachzuahmen. Dafür habe ich mir eine Übung einfallen lassen, bei der man Ringe in der Luft durchfliegt. Achso, ist ein Minispiel, okay. Es geht darum, so viele Ringe wie nur möglich zu durchfliegen. Das ist eine Erfahrung, die du niemals vergessen wirst. Möchtest du es versuchen, okay? Dein Interesse freut mich. Ich bräuchte noch 20 Rubine Bearbeitungsgebühr. Natürlich. Dann will ich mal aufbauen. Bitte warte hier. Aufbauen? Okay. Tut mir leid, dass du warten musstest, aber jetzt kannst du jederzeit losfliegen. Hui. Meine Empfehlung wäre diese Strecke dort. Fliege geschwind wie der Wind. Es liegt an dir, welchen Weg du nimmst. Der Wind wird dich willkommen heißen. Oh Gott. Ach du Heilige. What? Okay, das sind sehr, sehr viele Ringe. Ja, wir legen mal los, würde ich sagen. Hui. Okay, das ist ziemlich cool auf jeden Fall, die Idee. Damit ich sie auch wirklich dann genau steuern muss. Es gibt auch einige Luftströme hier, die ich ausnutzen will. Ja. Mit auch weiteren Ringen. Hui. Okay. Und dann geht's hier gleich weiter. Aber was wäre denn, wenn ich den anderen Weg genommen hätte? Wären da mehr Ringe gewesen? Ich meine, vielleicht ist die eine Route die leichte mit weniger Ringen und die andere ist die schwere mit mehr Ringen oder so. Keine Ahnung. Aber wir schauen einfach mal. Ja. Okay. Dann war ich jetzt hier hin. Ja. Ja, nein, nein, nein. Aber der Luftstrom bleibt dafür immer da, deswegen habe ich hier unendlich viel Zeit. Und kann nochmal hier ein bisschen gucken, weil ein Zeitlimit haben wir ja auch nicht. Es geht ja nur darum, wie viele Ringe wir da fliegen können, ohne runterzufallen. Deswegen, das passt ja eigentlich. Da muss ich jetzt hindurchfallen. Oder wie? Ah, ne, es gibt ja noch mehr. Wow. Okay, hier geht's sehr hoch. Okay, ich muss mich kurz fallen lassen, weil ich die anderen Ringe auch haben will. Oh Gott. Oh Gott, die Fledermaus. Nein! Die werden mich gleich aber sowas von töten. Ich sehe schon kommen. Geh da bitte weg. Ja, jetzt kommen die schon hoch. Und jetzt weg hier. Lasst mich in Ruhe, bitte. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Okay. Dann geht's hier weiter. Ja, das ist ganz schön, aber dass man kein Zeitlimit hat, weil das wäre mit Zeitlimit ziemlich stressig. Aber mir fällt gerade auf, ich habe quasi ein Zeitlimit, nämlich meine Ausdauer. Stimmt. Aber ich habe ja auch noch Ausdauertränke und sowas, deswegen das passt dann schon, hoffe ich mal. So, da hinten ist dann das Ziel, quasi. Weil da ist auch kein weiterer Luftstrom mehr. Und 35 schafft man hier. Okay. Nee, Quatsch, 36 sind's. Alles klar. Nun denn, dann sammle ich meinen flugunfähigen Freund mal ein. Aber es wäre sogar klüger gewesen, wenn ich jetzt so zwischendrin auf den anderen Weg gewechselt wäre, oder? Weil dann hätte ich noch mehr als 36 schaffen können. Vielleicht sogar 40 oder sowas. Hm. Unglaublich, 36 Ringe. Das schaffen nicht mal Orni. Du bist wirklich eins mit dem Wind geworden. Dafür sollst du das hier erhalten. 100 Rubine, okay. Und möchtest du es nochmal versuchen? Im nächsten Part dann. Das mag besser sein. Du bist wie das edle Huhn. Des Fliegens fähig und doch auf dem Boden zu Hause. Ich kümmere mich ums Aufräumen. Es würde mich freuen, dich wiederzusehen. Ja, im nächsten Part werden wir uns wiedersehen. Denn ich möchte auch den anderen Weg noch austesten. Und ich möchte auch austesten, ob man nochmal eine weitere Belohnung bekommt für über 40 Ringe zum Beispiel. Denn es gehen über 40, ziemlich sicher. Weil wenn ich nämlich da halt zwischendrin, bevor ich dann hier so rüberfliege, auf diese Insel, wo es dann aufhört, der rechte Weg, bevor ich da hinfliege, wenn ich da zwischendrin dann zur anderen Route wechsle, dann dürfte ich da noch mehr Ringe mitnehmen können. Und vielleicht ist es sogar möglich, alle Ringe mitzunehmen. Ne, das kann eigentlich nicht sein. Weil es gibt ja hier gleich am Anfang ziemlich weit oben welche. Deswegen alles nicht mitzunehmen kann, glaube ich, gar nicht gehen. Aber das werden wir dann im nächsten Part schon noch genauer herausfinden. Okay. Aber ich würde erstmal sagen, Leute, das war's dann eben hier für diesen Part von Let's Play Legend of Zelda Breath of the Wild. Beim nächsten Mal geht's dann noch ganz, ganz kurz hier auf Jotwerde weiter, da ich eben noch das Minispiel noch ein bisschen weiter hier ausprobieren will und gucken will, was da noch alles so passieren kann. Und danach gehen wir dann auch wieder zurück. Hier
zum Daskiderberg am besten und werden dann mal mit dem anfangen, den zu erkunden. Uns fehlt jetzt eben halt hier im Südosten nur noch das ganze Gebirgszeug hier, weil den Rest haben wir schon alles erkundet. Und dann sind wir auch schon fertig hier und können uns dann schon aufmachen, hier in die Nähe von Schloss Hyrule zu kommen. Aber das sehen wir dann schon, wenn es soweit ist. Schauen wir hier so hin. Okay. Auf jeden Fall würde ich dann noch selber einen Daumen hoch. Rosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Vielen Dank, Rosa. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.